Hallo und willkommen zurück zu Dead State. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Den Werkzeugkasten haben wir, Bauteile haben wir auch und wir werden jetzt mit Anita noch versuchen, diese Tür hier zu öffnen. Und natürlich bin ich auch hier wieder etwas vorsichtiger. Ja. Das ist geradezu Anitas Spezialwaffe. Wie wir ja auf ihrem Charaktersheet gesehen haben, kriegt sie erhöhte Crit-Chance da drauf. Gut, das Ding braucht natürlich immense Aktionspunkte. So. Ich glaube, wir rüsten sie erstmal so aus. Der Vorteil ist auch, okay, die zwei Punkte für zweihändige Waffen auswählen kommen noch mit dazu. Der Vorteil ist auch, mit dem Ding können wir deutlich leichter nicht nur Zombie-Schädel einschlagen, sondern, und das ist ein Punkt, der mir persönlich sehr wichtig ist, wir können damit Türen knacken, wenn es sein muss. Knacken ist dabei natürlich eher abstrakt zu betrachten, aber... Okay, lohnt sich immer nachzugucken, ob man nicht vielleicht Toilettenpapier plündern kann. Hier gibt es ansonsten nichts mehr. Dann werden wir uns jetzt ganz langsam und vorsichtig wieder hier rausbegeben. Die drei stehen immer noch da. Okay. Roar, T-Rexaco. Mhm. Ja, das Spiel hat viel so verborgenen Humor. Das ist schon an sich eine feine Sache. Gut, die drei möchte ich auf jeden Fall auch ausschalten. Es gibt zwar ein paar Tricks, wie man sich das Leben später leichter macht, wenn man wiederkommt, aber... Ich persönlich möchte eigentlich möglichst alles hier auf einmal erledigt haben. So. Okay, das lief ja soweit schon mal gut. Das wäre mir natürlich jetzt eigentlich lieber gewesen, wenn er zu Anita gerannt wäre. Denn Anita mit ihren 8 Aktionspunkten wird natürlich mit dem Riesenvorschlaghammer seltener zuschlagen können. Schade, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass er jetzt versucht, hier stehen zu bleiben. Schaffen normalerweise 3.
Oh, das war sehr. Neunundzwanzig bis 51 Schaden. Wuhu! Also wir hatten Glück, die beiden sind offensichtlich nicht infiziert worden. Ansonsten hätte ich auch geladen, weil so früh im Spiel können wir uns das im Endeffekt nicht leisten. Einen Aktionspunkt und bam! Und jetzt warten wir mal wieder auf die Lautstärke. Nehmen wir mit. Noch ein Pfeil. Treibstoff nehmen wir auch mit. Mülleimer kann man auch immer mal durchgucken. Findet man nämlich gerne Bauteile drin. Worauf wir achten müssen, dass wir nicht versehentlich verrottende Sachen oder tote Ratten oder sowas mitbringen. Destroy the Head. Ja. Wer es bis hierhin in der Zombie-Apokalypse überlebt hat, sollte das eigentlich. So, diese Tür ist verschlossen. Das heißt, Anita darf sich. Daran versuchen. Und auch direkt. Nee, nee, du bleibst mal hier an der Tür stehen. Während wir hier schon mal den Hinterraum ausräumen. Ketchup ist Nahrung, bietet Nahrung, kann man sehen, wie man will. Chips, Mayonnaise. Cracker und Reis. Klingt schon nach einer leckeren Mahlzeit. Ich glaube, mich zu erinnern. Dass wir, sobald wir durch diese Tür gehen, jetzt gleich in eine Situation kommen, die problematisch wäre.
Cindy, schlimm verletzt. Aha. Messer sind 3 Punkte, bis hierhin 4. Und mit ihr können wir leider nicht diskutieren. Ah, okay. Das war furchtbar. Gut, haben wir aber so oder so nicht die Punkte für. Ich möchte dich aber trotzdem hier haben. Okay, wird es nur für einen reichen. Oh, das ist sehr schön. Bedeutet nämlich, dass sie jetzt erstmal wieder aufstehen muss. Und das verhindert natürlich, dass sie uns unnötig viel Schaden zufügt. So, die junge Dame ist K.O. Aber damit sie nicht gleich wieder aufsteht. Ja, aber die junge Frau war leider ein bisschen wahnsinnig geworden. Dementsprechend. Ach du. Hit-Chance nur 65. Ja, das war mir schon klar, dass ich damit jetzt weniger Schaden mache. Aber, Überraschungsdose. Zum einen werden wir hier wahrscheinlich, ein Magazin, Marmelade, Kerzen. Zeitungen. Zeitungen sind immer gut. Ansonsten. Hier wurde bereits auch schon alles geplündert, so wie es aussieht. Okay, haben wir das auch. Haben natürlich ein bisschen einstecken müssen. Aufs Heilen verzichte ich erstmal, weil das Spiel hatte da schon darauf hingewiesen. Das Heilen selber hilft zwar, verringert aber auch die gesamten Lebenspunkte immer ein Stück weit. Dementsprechend. Ah, entschuldigt bitte. Ach, das ist gar keine Option, die hier aufzubrechen. Schade, schade.
vorne auch nicht. Ja, in dem Fall sind wir fertig und wir haben tatsächlich alles geplündert. Sind wir natürlich schon ein bisschen angegriffen, aber so auf dem Rückweg vielleicht noch mal so einen kleinen Abstecher nach Downtown Splendid. Alarmanlage. So, was macht das Leben schön unangenehm? Ein Sinkloch, das ist im echten Leben schon schön unangenehm. Wir wissen im Übrigen nicht, was uns hier erwartet. Es könnten Zombies sein, es könnten Plünderer sein, es könnte auch einfach nur nichts sein. Dementsprechend. Ah, so sieht das nämlich aus, wenn wir die Tür mit Gewalt aufmachen wollen. Werden wir uns jetzt natürlich ein Stück weit vorsichtiger verhalten. Und das ist tatsächlich zufällig generiert, was wir hier treffen. Diese Ortschaften sind alle fertig. Aha. Plünderer. Gut, das ist schon mal ein klarer Hinweis darauf, was uns hier erwartet. Ärgerlich. Könnten natürlich versuchen, hier direkt hinter der Ecke stehen zu bleiben und ein bisschen Lärm zu machen. Klingt eigentlich nach gar keiner schlechten Strategie. Im Übrigen, es können auch Plünderer und Zombies sein. Das, ist natürlich nie auszuschließen. Offensichtlich waren wir nicht laut genug, um jemanden auf uns aufmerksam zu machen. Joel bleibt draußen, steht Schmiere an der Tür. Jetzt überlege ich, wo wir definitiv schon Plünderer gesehen haben. Wäre das jetzt vielleicht gar keine schlechte Idee? Haben wir hier Gewürze, Kräuter, schön. Als jemand, der sich selber gerne in der Küche rumtreibt, weiß ich, wie wichtig Gewürze sind.
Whisky. Oh, wir sind schon ziemlich nein, nicht überladen, aber beladen. Dementsprechend. Das wiegt wahrscheinlich nicht so viel. Ach, wir schleppen ja die ganze Zeit die Axt mit uns rum. Ich glaube, das wäre die günstigere Lösung vorerst. Hier, ja, das Ding ist auch relativ schwer. Hämmer, was sich alles so in der Apokalypse ansammelt, hm? Wie viel kannst du tragen? Aha. Das ist schon mal gut zu wissen. Sachen klauen wir uns auch noch. Und dann sagt der Timer, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und das Spiel nimmt jetzt schon für mich ein wenig ordentlich an Fahrt auf. Ich habe jetzt schon Lust, direkt die nächste Folge aufzunehmen. Ist natürlich passend, weil jetzt gerade geht die Episode natürlich zu Ende. Deswegen, Timer schon mal abgeschaltet. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen. Entschuldigt bitte. Wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt es in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.